Und damit willkommen zurück. So, die Pause funktioniert jetzt. Ich kann euch das mal kurz zeigen, beziehungsweise. Ist egal. Es funktioniert jetzt. Es sollte funktionieren. Ich habe es nicht wirklich getestet, aber zumindest ist der Pause-Button da und es hat sich was gemacht. Ich musste nur ein paar Einstellungen ändern. So. Das ist nicht mehr viel wert. Aber wir können hier noch hin. Das heißt, wir marschieren jetzt da lang. Blub, 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 blub. Plündern. Und dann marschieren wir hier hin. Blub, 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 blub. Und gehen in diese Stellung. Und ich glaube, das müsste passen, damit wir hier zusammen sind und er das nicht sieht. So. Alles gut. Das heißt, wenn er da angreift, ist er RIP. Das da ist mir eigentlich auch voll egal. Whatever. Genau. Ja, whatever. So. Das Wachstum, ja, Geld, egal. So, wir gucken mal weiter, was wir hier noch bauen können. Das geht noch. Dauert noch ein bisschen, aber es geht. Ne, drei Runden passt. 18, 15, 20, okay. Da oben passt auch, glaube ich, ne? Oh, guck mal, da kann ich was viel Wichtigeres bauen. Dann bauen wir doch da das viel Wichtigere. Genau. So, sobald das weg ist. Ja, das sind die 5000 nicht wert, die brauche ich gerade nicht. Sechs Runden auch, whatever. Total dumm. Aber irgendwann kann ich dort in Karab-8-Gipfel die Mafia bauen, die ist nicht schlecht. Und das Nahrungsteil und so weiter. Weil hier habe ich die Mafia. Genau, die Mafia hier macht jetzt Einkommen aus lokalen Siedlungen. 15%. So, 1800. Ich wüsste gern, ob ich jetzt hier was bekomme. Stehlen. Also ich weiß nicht, ob das. Kann ich die. Ich google die Mafia mal. Skaven Mafia. Mafia. Undercity Economics. So, das will ich wissen. Redken Mafia. So. Die Redken Mafia. Was macht die? Ja. Gut, da steht hier gerade gar nichts. Okay. Probably does give the correct income, but that description doesn't reflect correctly. You can check how much income you get from Under Empire by hovering your mouse over your income at the top of the screen. Ja, toll. Klar, da kann ich gucken. 1800. So, 500 hier. 500 hier sind schon mal 1000. Dann haben wir hier noch 1500. Das sind 250, also ne, dann müsste es 50 geben. Stimmt das? Aus lokalen Siedlungen 15%. So, 10 wären hier 30. Der 80, das macht halt gar keinen Sinn. Und da unten, ja, keine Ahnung. Schade, dass da nicht dran steht, was das wie genau, ne? Okay.
Detailed Stats, ja, zeig mal. Ja, Accent All, whatever. Ja, whatever. Nee, steht nichts dabei. Okay. Ja. Nee. Okay, aber es scheint irgendwie irgendwas zu machen. So, hier stehen wir jetzt ganz gut da, das passt. Ist in Ordnung. Ich habe noch keinen legendären Lord besiegt bisher leider. Das ist echt ätzend. Hätte ich nämlich gern, damit ich mal hier diese Köpfe bekomme. Aber das dauert wohl einfach noch. Da, Teclis ist ein legendärer Lord. Könnte ich mir auch holen. Der Hanowin. Was der da rumsegelt, wüsste ich auch gern mal. Frieden verhandelt. Ich müsste auch mal ein bisschen Frieden verhandeln. Das wäre schon nicht schlecht. So, komm her. So. Er hat ein Katapult. 450 Reichweite gegen 400. Er macht viel mehr Damage, aber die kann ich weghauen. Das geht. Ja. So, ich mache jetzt mal so. Und er greift ja an, ne? Er hat hier Streitaxt-Infanterie. So, da müsste ich doch richtig reingehen können. Mach mal 11 Stück, volle Kanne. Ich krieg ja Nahrung wieder. Ja. 10 zum Reichen. Das müsste gehen. Ich muss, also ich habe jetzt 7 Katapulte. Und ja, die haben einen schlechten, einen sehr, sehr, sehr schlechten, sehr schlechte Trefferquote. Aber er hat nur Nahkampfinfanterie, die rumklumpt. Da muss was gehen. Da muss einfach was gehen. So, und ich würde jetzt sagen, ich mache zwei Layer. Ne? So, einmal habe ich hier Katapulte. Die hat einfach Böllern. Ne? So. Ich habe die Warbohrer. Die kommen auch noch mit dazu. So, und dann habe ich hier Clanratten mit Speeren. Und gut ist. So. Und dann gehen wir schön nach hinten. So. Und so. Na? Machen wir das schön so ein bisschen blupslig. So. So. Dann haben wir hier einen Warbohrer und hier einen Warbohrer. So. Gut. Und hier hinten kommt noch mal Verstärkung nach. Und gut ist. So, und bis seine Katapulte bei mir ankommen. Ich meine, ich kann ja erstmal das hier nach hinten ziehen. Das passt schon. Einfach um so ein bisschen. Ne? So. Genau. So, Katapulte, Warbohrer. So. Ich muss hier ein bisschen warten. Die haben Geschwindigkeit 30, die Katapulte 20. Da warte ich ein bisschen, bis die weg sind, bevor ich rangehe. Weil die muss ich natürlich kaputt machen. So. Genau. Hier kommt dann die zweite Seite ran. Noch mehr Warbohrer. Und natürlich die Katapulte. So. Magier. So, jetzt kann ich hier die Katapulte wegmachen. So. Mach die Katapulte weg. Mach die Katapulte weg. Dafür würde ich dich sogar buffen. Genau. Haben die Katapulte Rüstung? Jo. Ich buff euch hoch. Ihr macht die Katapulte weg. So. Und hier kommt jetzt eine Riesenbarrage
an Stuff. Da schaut's mal, das macht doch schönen Schaden. So. Schön die Schleudern töten. Ihr müsst die Schleudern wegmachen. So. Und jetzt müssen wir da drauf. Genau, die ballern auch schon. Sehr schön. Die Grollschleudern haben wir zerstört. Euch halten wir auf. Das ist so easy, Mann. Jetzt geht's ab, Mann. So. Ihr geht da auch mit. Ihr geht da bitte auch mit. So. So. Gut. Das ist jetzt richtig geil. Nee. Ihr böllert schön hier drauf, auf die Zwergenkrieger. So, wo ist die Warp-Bohrer? Bum, bum. Bum, bum. Hat's noch mehr? Yo, bum, bum. Die brauchen noch ein bisschen. So. Nachdem wir da drüben jetzt so Schaden gemacht haben, schießt ihr jetzt hier hin. Weil da drüben ist schon alles verloren. Ja, das ist Freeven, das passt. Du kannst dich heilen, das passt. Ja, du läufst schon ein bisschen weiter. So, ihr geht's mal ein bisschen zurück. Alter, ist das witzig. Das macht ja so viel Spaß. Du knallst halt einfach auf die drauf, ne? So, das kann's overcasten. Machen wir jetzt auch mal. So. Klar, es tut alles weh, ne? Hier die Truppen und so. Der hat echt noch hier die Katapulten. Leute. Ja, aber ohne Truppen. So. Okay, es müsste eigentlich hinausgehen, dass ich das gewinne, oder? Aha. Okay. Aber die Katapulte böllern doch jetzt, oder? Die machen doch echt guten Schaden. Klar, ich nehme auch viel Splash und so, aber es müsste schon passen. So. Der macht noch Damage. Die machen noch Damage. Der macht nochmal Damage. Der auch. So.
Der ist irgendwie in Gefahr. Das ist nicht so geil. Ich habe ein bisschen Problem mit meiner... Hier, wie heißt's? Dass sie nicht weglaufen. Führerschaft. Das ist echt knapp geworden, ne? Muss ich Todek Eisenfaust bekämpfen? Eigentlich nicht, ne? Töten sollte ich ihn trotzdem, wenn es geht. Ich meine, schaut euch das mal an. Alter! Das ist halt heftig. Das ist halt schon sehr krass. Jetzt haben sie Army Lost Penalty. Sehr schön. Gut, dann können wir jetzt aufhören zu böllern. Dann war's das. Nur noch die da töten. Und gut ist. Hier die Slayer. Und natürlich hier den bösen... Wo ist er? Ja, ja. Na gut, der stirbt auch. Gut. Schaffen wir den Slayer noch. Zwei Stück noch. Der Kommandant ist tot. Tschüss. Wow. Also war knapp. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben seine Armee vernichtet. Und es hat Spaß gemacht. Die Katapulte sind richtig cool. 7 Katapulte. 8. Knallt schon. Die haben schon Schaden gemacht, ne? Ja. Die Warp-Bohrer waren besser. Aber es geht. Es geht. Wir haben gewonnen. Wir haben jetzt endlich eine Armee, die ein bisschen was kann. Natürlich sind wir noch nicht ganz stark. Wir brauchen immer noch Chassails und Warp-Blitzkanonen. Aber erstmal kommen wir mit den Katapulten gut klar. Ja, dann nehmen wir das Gold jetzt. So. Chance auf magischen Gegenstand, sehr schön. Startmenge des Gegners und rüstungsdurchdringender Waffenschaden. Armee des Kommandanten plus 3. Für alles. Eine Stark. Ist echt gut. Genau, ein Banner. Oh, das ist nicht schlecht. So, Schlacht von Granitmassiv. Gewonnen. Rang erhalten, Rang 10. Jetzt kann ich mir diese Supertypen holen. Die gar nicht so super sind, aber sind okay. Das geht schon. Na, das muss man mal gucken, ne? So. Genau. Gut. 1000 Leute töten. Easy Rebellion. Nobody cares. Gut. Ja, das ging halt nicht. Whatever. So. Der braucht noch. Okay. So, Quick. Es geht weiter. Grey Harbinger of Doom. Mighty Warrior Champion. Erstmal gehen wir da lang. So, stirbt da was? Ja. Oh, wow. Der hat hier wieder ganz viel Stuff hier. Er hat uns den Hinterhalt nicht entdeckt. Ja, dann ist es easy. Okay. Ja, dann gehen wir da jetzt rein und gut ist... Das dürfte aber passen. Die KI ist dumm. Und jetzt kann ich eigentlich das probieren, was ich damals probieren wollte, mit wo ich nur die Kanonen hatte. Jetzt habe ich die Katapulte. Jetzt kann ich warten, bis die Katapulte ihr ganzes Pulver verschossen haben, bevor ich reingehe. Und es müsste gut funktionieren. Ich muss mich nur richtig aufstellen. Das heißt,
Das heißt, ich stelle mich hier auf. Genau. So, Verstärkung kommt. Passt schon. So. Gut. Alle Katapulte auswählen. Wo bleiben die anderen? Eins fehlt noch, oder? Ne, haben wir alle. Gut. Ich weiß nicht, ob ich hier gut stehe oder nicht. Ja, so ein bisschen hier, ne? Ist wieder nicht gut, ich weiß schon, aber ich mache das jetzt so. Ich will halt nur ungern auf den Hügel hoch, aber wahrscheinlich muss ich genau das machen. Ich würde gerne hier hin. Na? Alle im Langsammarsch? Wie die Katapulte wackeln. Wackeln, 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 wackeln. So. Aber bisher sehe ich von der KI nichts. Die macht nichts, die hockt da rum. Das war's. So. Aber wenn ich da hinten auf dem Berg stehe, weil dann muss die KI, je nachdem, auf dem Berg hochlaufen. Und das ist ganz schlecht für die KI. Wenn die KI einen Berg hoch muss, oder jeder, der einen Berg hoch muss, du kriegst Abzüge auf Angriffsgeschwindigkeit, also Angriffsbonus. Ich glaube, der geht sogar auf 0 oder so. Könnte sein, dass du den gar nicht kriegst, weil du berghoch nicht gut stürmen kannst. Du bekommst mehr Mali auf deine, hier dieses Beinsymbol, Vigor, wie heißt es? Auf Englisch, auf Deutsch. Ausdauer. Die leidet auch krass darunter. Ja. Ja, alles solche Geschichten. So, Katapulte. Dann macht mal. Schön weit hinten stehen. Und dann böllern, ne? Sieht der mich nicht? Naja. So, da ist meine Armee. Und sie fangen an zu feuern. Ganz knapp, ja, perfekt. So, stellt er sich ein bisschen anders auf. Da wird nochmal drauf geknallt, genau. Natürlich kann er versuchen zu entkommen, aber nö. Einfach nur nö. Wenn ich nur wüsste, was das alles heißt, ne? Boah. Nee, ich glaube, da hat er keinen Spaß. Das schaut schon krass aus.
Das ist so geil. Also es hat sich gelohnt, nochmal neu anzufangen. Das ist halt richtig. Das ist so geil. Er kassiert halt einfach nie. Ja, kümmere dich um die Skaven hier. Hallo. Wie, die sind schon weg. Ah ja, die haben ja viel gebracht. Egal. Da schaut mal, also das ist halt schon pervers. Das ist schon pervers. Alter, ist das lustig. Na, komm her. Ist ja voll egal, ne? Die macht, oh, die machen Feuerbrand. Okay, krass. Da ist alles tot. Alles niedergeböllert. Ey, du siehst halt nur Doom. Na? Du siehst halt nur Doom. Alter. Das ist so geil. Ja, lauft ihr Narr. Rennt. Oh ja. Oh, süß. Bäm. Alter. Okay, das ist. Das macht Laune, bin ich ehrlich. Das macht richtig Laune. Ja, mach mal ein bisschen, ne? So, Katapulte gehen ein bisschen weiter nach vorne. Und eingekesselt sind sie. Ja. Was wollen sie da noch machen? Ne, ganz im Ernst, ist doch durch. Ich muss aufpassen, dass ich nicht noch mehr meine eigenen Einheiten töte. Das nicht. Also da oben ist okay, aber hier das darf nicht sein. Das wird sonst echt gefährlich. Aber das passt schon. Ist der unerschütterlich oder was ist mit dem? Aha. Das ist jetzt durch, oder? Die Slayer hat er noch. Der Typ stirbt auch. Okay. So, mal sehen, ob wir den Lord noch töten können. Müssen wir aber eigentlich nicht. Müssen wir nicht, weil wir sind in einer Belagerungsschlacht. Da stirbt er sowieso. Wenn wir es einnehmen. Na, easy. Easy, easy, easy. Ganz easy. Ganz, ganz easy. Ohne Probleme. Einfach weggeböllert. Also die Katapulte. Sie sind vielleicht nicht mega stark, aber irgendwo haben sie Wumms und das ist einfach geil. Das sind halt zwei Doom-Armeen, die vollkommen reinklatschen. Ach so, war gar nicht. Ja, wir nehmen jetzt erstmal das Gold. Gold, Gold, Gold. So, ist doch gestorben. Easy. So. Ich mach das jetzt manuell. Und dann, ja, erst kaputt machen und dann mit Nahrung auf Stufe 3. Und dann baue ich da Mauern. Ich muss da mal Mauern bauen. Nochmal will ich das nicht verlieren. Stufe 3, schöne Mauern, bla bla. So.
guck mal da, trollololol. Hahaha. Ihr könnt da stehen bleiben. Ihr geht dahin. Ihr geht dahin. Nur die Warp-Dinger hätte ich gern in der Mitte. Ja, ja. Schreck dich auf. Gut. Und der Doom fängt schon wieder an. Schießen die? Ja. Alles schießt. So, jetzt halten wir die ein bisschen auf. Dann kann man nämlich schön draufknallen. Genau. Ja, ist doch. Ist doch vorbei, oder? Schaut's mal. Der nimmt hier so viel schönen Schaden. Nochmal die Clan-Ratten dazu holen. So, Böllerei. Ja, das ist doch gut. So. Der geht rein, der geht rein. Buffen, buffen. Die buffen, auch wenn es nicht viel macht. Obwohl hier die Geschossresistenz zu reduzieren, ist natürlich schon krass. Ja, mach da, so. Einmal das da, einmal das da. Ich hab doch noch irgendwo so ein Warp-Dingens. Genau. Ja, und damit ist halt gewonnen, ne? Yep. Na komm, gib auf. Und GG. Schön. Passt. Katapulte. Top. Die sind wirklich, wirklich gut. Ich mag die sehr. Alter, wenn da jetzt Pause gestanden hätte, hätte ich abgekotzt. Komplette Abkotzeritis. Wir haben jetzt, wie spät? Ich glaube, ich mache noch 20 Minuten. Dann wird es eine kurze Aufnahme. Es muss nicht immer 2 Stunden sein. Es muss nicht sein. Nee, nee. Dann knalle ich die Aufnahmen später noch hoch. Freitag, Samstag. Mal gucken, wie ich das mache. So. Great, passt. Great victory. Good, good. Good, good. Great, great victory. So, Nahrung. Ja, trotzdem erst ausrauben. Immer erst ausrauben. Mein. So, Quick, du gehst dahin. Bam. So. Mauern. Nahrung. Beziehungsweise das wollte ich mal bauen. Und dann. Das bringt wenig. Das ist auch total dumm. Teuflische Pläne. Grausam, teuflisch und Council. Teuflisch, grausam, Council. Habe ich alles schon. Was wird denn gerade geforscht? Nix, okay. So, ich könnte natürlich die Bell bauen. Sollte ich langsam auch tun, weil. Ich glaube, öffentliche Ordnung bringt schon was. Ja, nee, die baut nur in den großen Provinzen. Ja, ja. Ja, machen wir es hier Nahrung, oder? Weil Unverdorbenheit will ich nicht. Wachstum. Wachstum wäre nicht schlecht. Wachstum. Ich glaube, ich gehe erst auf Wachstum. Sobald ich Wachstum habe, kann ich das abreißen und gehe dann da drauf. Ich glaube, das macht Sinn.
Vielleicht ist es falsch, aber ich glaube, es macht Sinn. So, mehr Wachstum. Okay. So. Ja. Der muss halt bald mal. Naja. Okay. Na gut. Der müsste halt bald mal wohin. In der Stadt oder so. So wie der. Ne, zwei Runden hier. Drei Runden. Ne, zwei Runden hier. Drei Runden hier. Das ist ganz gut. Ja. Dann. Red Guard. Das da. Exempel statuieren. Nö. Raserei ist nicht schlecht. Aber wir holen uns jetzt das da. Ach, dadurch kriegen wir auch Quicks AW. Ah, okay. Und ja, das mal. So. Oder. Ja, doch. Ich meine, das ist auch gut. Ja, nee. Passt. So, und der bekommt das da. Und dann sind wir da durch. So. Zwei Runden, passt. Forschung, Chance ausrauben, passt. Ja. Oh, guckt's mal. Nahrung schaut gerade ein bisschen doof aus. Ich könnte das hier machen. Das macht nochmal Wachstum und generiert Nahrung. Ich glaube, das mache ich mal. Ich mache mal ein bisschen Nahrung. Ja. Probieren wir den mal aus, einfach damit wir schnell da wegkommen. 35%. Da muss ich schnell hochkommen. Genau. Ah. Okay. Gut, das war das. Wenn er da angreift, kriegt er aufs Maul. Ich habe da einen Katapult drin. Gut. Der läuft noch. Nächste Runde geht er an. Oh, ich könnte natürlich nach Itza. Oder ich könnte da hoch, da gibt es auch eine Stadt, die auch groß ist. Nee, ich gehe nach Itza. Ich will den Echsenmenschen Stress schieben. Oh, Hinterhalt verhindert das schlecht. Aber die Zwerge machen nichts. Na gut. Ja, gut, gut, gut. Schön. Sehr, sehr schön. Ups. Oh. Gut. Ich frage mich, wie lange ich brauche, um Karak 8 Gipfel zu bekommen. Es wird lange dauern. Ah ja. Our allies are ready for a major onslaught on this region. Should they strike? Bringt mir halt gerade nichts. Clan Fester sind auch egal. So. Blab, 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 blab. Was natürlich auch passieren könnte, was fies wäre. Wow. Ist, wenn der jetzt einfach getötet wird. Du musst da runter, glaube ich. So. Mal schauen. Weil hier gibt's. Der Erwachende, die Erwachende. Und das ist eine große Festung. Kann auch viel Geld bringen. Aber ich glaube, die Echsenmenschen bringen mir aktuell mehr Geld. Mit Itza. So, ja, du kannst da kämpfen. Das passt. Knapper Sieg. Ernsthaft? Wirklich? Nee. Glaube ich nicht. Ist Fake. Fake News. Ist doch Fake News. Absolut Fake News. Hinterhalt nicht entdeckt. Ja, die KI wird wieder rumstehen. Sie hat einen Katapult, aber ich habe mehr. Also, whatever. Vielleicht kann ich seinen Katapult mit meinen Katapulten kaputt schießen. Das wäre nicht schlecht. So. Ja.
Ja, im Wald zu stehen ist doof für die Katapulte. Ich meine, ich könnte mich hier hinstellen, aber dann... Obwohl, das ist gar nicht so schlecht. Okay, ich mache mal die Starten. Wie mit vielen Leuten mache ich vorne hin. So. Und der Rest kommt hinten hin. So. Genau. So. Komplette Zerberstung seiner Katapulte. Der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Und weg ist es. Easy. So. Kaputt. Nice. Cool. Feuer die auch mal. Hallo? Feuert, Leute, hallo. Okay, macht mal Stopp und feuert, wo ihr Bock drauf habt. Wo sind die? Da sind die Rattenoger. Muss ich nicht verstehen, wo da ein knapper Sieg und was weiß ich rauskommen soll, oder? Der kassiert doch. Vielleicht schießt ihr nicht auf den Helden, weil den tötet ihr sowieso nicht. Vielleicht schießt ihr lieber auf die Skaven, wenn ich Dings ließ. So, Schleuderer töten. Ja, die machen das. Clan Rats, tschüss, tschüss. Die Rattenoger können wir noch angreifen, ist auch egal. Ja. Easy. Hat er noch was? Oh, ein bisschen was, aber auch nicht viel. Der haut ab, GG, tschüss, auf Wiedersehen. So, was habe ich verloren? Nix. Null. 900 getötet. Aber wie schnell die Katapulte kaputt ging, das war krass. Alter. Einen hat er getötet. Einen. Mit seinem Warblitz. Einen. Die halt 300.000 noch was. Genau 900. Schöner Schnitt. Na gut. Läuft. Jetzt läuft's. Jetzt komme ich langsam in Fahrt. Aber ich bin halt ewig behind. Ich glaube, ich bin so langsam. Egal. Geld, ja, könnte ich. Aber wir nehmen jetzt mal das hier. Murder Slave. So. Gut. Und Quick geht... Da noch mit. Ist das ein Stufe 10? Okay, ich muss gucken, dass die Armee überlebt. Deswegen, ich würde so gern ein in Plünder, also in Hinterhaltstellung gehen. Ich glaube, das bringt nicht viel. Wenn ich hier in Hinterhaltstellung gehe, na, das bringt nichts. Nee. Gehen wir so hin. Viertausend. Na gut. What is unthinkable? Nein. Nö, passt.
Viel Geld macht der da auch nicht, ne? Das wäre cool, was halt echt Geld bringt, aber. Ja. Ich meine, für 2,5 könnte ich es mal bauen. Es fällt nicht durch. Bisschen mehr Nahrung. 20, 20, 40, 80. Dann lassen wir es lieber weg. Bauen die Tunnel. Ja, Moment, Moment, Moment. Ich brauche nächste Runde die Mauern. Ja, ja, ja. Ist wichtiger. Ja, ja, dann kriegst du einen Trophäen. So. Trust him for now, now. Das sieht nach einer Menge Schaden aus. Okay, krasser Buff. Ja, no. Magic und Fire Damage, tropfenförmig Angriff. Das ist nicht schlecht gegen Ungepanzerte. Also gegen Orks zum Beispiel oder halt Skaven. Das ist ein krasser Buff. Führerschaft, Nahkampfangriff, Waffen, Angriffsbogen. Nehmen wir erstmal den Schaden, ist okay. Dann schauen wir weiter. So, wie lange mache ich jetzt noch? Ja, ein paar Minütchen, ein, zwei Runden noch und dann ist gut. Ich sehe halt nicht weit. Ich habe da echt ein bisschen Schiss. Aber bald gibt's Skrolk. Den kenne ich auch gar nicht wirklich. Solchen Mensch, mal schauen. So, Zwergolino. Aha. Auch nicht schlecht, aber ich möchte nach Itza. Hier, Itza. Itza ist groß, nach Itza will ich. Nach Itza ist da unten. So. Stab Gouch! Time for things to die, die! Nehmen wir mal Nahrung, Nahrung ist gut. Unterstadt ist fertig, okay. Rattling-Kanonen. Fashion-Triaden. Gut, wir machen Mauern. Wir machen. Brauche ich das? Oh ja, ein Häuptling. Als Held? Ja, wieso nicht? So. Okay, der geht mal darüber, einfach damit ich hier defensiv stehen kann. Und der geht jetzt schön dahin und plündert. Ich kann mich ja immer noch zurückziehen, wenn es ist, ne? So. Hat's hier noch was Gutes? Sturmratten brauche ich gerade nicht. Das ist noch nicht schlecht. Sichtfeld, Einkommen nach der Schlacht. So. Gut. Ja. Naja, aber immer gewinnt, weiß ich nicht. So, ich kann gerade nicht ausbilden, deswegen macht das wenig Sinn. So, Häuptling geht nicht, da geht nichts, da geht nichts. Dem fehlt was. Dem fehlt eine Einheit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ein Katapult, stimmt. Dem fehlt noch ein Katapult. Okay, ihr habt nicht genug. Die dürfte ich haben. Die hätte ich auch gerne für ihn. Das mache ich dann mit Skrolk. Und dann schicke ich ein paar Planratten rüber. Switcheroonie. Passt.
Green. Nothing to do with you. Ist eh die Frage, was diese Red Dinger sind. Sind das Clan-Ratten? Da steht halt nur legendäre Einheiten. Diese Todesläufe, das haben wir für den Raubstammarsch. Aha. Mhm. Ja. Protect the Warlord, Stabilität, bla bla. Ja. Na gut. Schauen wir mal, was die Zwerge jetzt noch machen. Aber die drei will ich da auf jeden Fall haben. Irgendwo war noch eine Unterstadt gekommen. Weiß ich jetzt gar nicht mehr wo. Mal schauen. Mal gucken. So, jetzt kommen dann gleich die bösen Zwerge. Mal sehen, ob die was machen. Okay, so, er greift jetzt hier an. So. Und ich habe diesmal nur 4 Katapulte. Wenn ich mich zurückziehe. Boah. Ah, schwierig, ich habe nur 4 Katapulte. Ja, hm. Das Ding ist, wenn ich mich jetzt zurückziehe, kriege ich vielleicht ein Land, das schlechter ist. Weil jetzt sind wir noch hier im Berg Arachnos. Weil ich habe hier Hügel. Ich habe nur 4 Katapulte. Ist nicht schlecht, aber ob es reicht. Gut, ich muss es versuchen, nur es geht nicht anders. Ich muss es versuchen. Schauen wir mal, ob die Armee stark genug ist, um das zu schaffen. Ich glaube es nicht. Ich habe die Warp-Bohrer und ich habe 4 Katapulte, was schon ordentlich ist, aber ob es reicht. Das weiß ich nicht. So. Gut, dann. Katapulte. Hierhin. Decken die beides ab. Okay, ich mache jetzt. Ich probiere nochmal das mit der Pause aus. Geht das jetzt? Habe ich das gemacht? So. Ha, und jetzt geht's weiter. Ja, cool, dann kann ich jetzt immer Pausen machen und so und oh, nice. Gut. Ich habe hier ein Riesenproblem. Ich glaube, ich habe mich hier komplett übernommen, was das angeht. Aber. Schauen wir mal. Wie es ausschaut, ne? Einfach mal gucken. Dann sehen wir schon. So. So. Okay. Mehr geht ja nicht. Und ich kann die noch ein bisschen weiter nach vorne schieben. Einfach damit man wirklich schon früh anfangen anzugreifen, aber. Da ist nicht viel machbar, ne? Da muss man gucken. Ich meine, er hat keine Katapulte und nichts. Aber ätzend ist es dennoch. Ich werde jetzt hier mal ein paar Ratten holen. Genau. So.
So, schön da drauf knallen. Macht ja guten Schaden, ne? So ist es nicht. Das macht schon echt guten Schaden. Eigentlich muss ich erst die Nahkämpfer töten. Wenn man es genau nimmt, ne? So. Dann gehen wir von hinten auf die Armbrustschützen drauf. So. Dass da rechts so viel ankommt, fällt mir auch nicht. Kann ich jetzt gerade aber nicht ändern. Okay, das da drüben ist so ein Blob, da muss ich drauf schießen. Mindestens einmal, damit ihr auch hier diesen Debuff bekommen. Also, die machen da nicht mehr als andere Debuff. Okay. Ja, schwierig, ne? Jetzt wird's sehr schwer. Ich bin gespannt, ob ich das hinkriege. Ich bin so gespannt. So, wo sind meine Warp-Bohrer? Schadenböllern? Die müssen halt rein, ne? Hier krieg ich leider keinen guten... Keinen guten Hit ab. Aber eigentlich hatte ich die Bergwerker mit dem Spreng... Oh, die haben richtig reingeknallt. So. Ist aber nicht schlecht hier, das passt schon. Das passt eigentlich ganz gut. Vor allem, weil ich jetzt hier schön drauf gehen kann, das ist gut. Das passt. So, mach mal da Damage. Die Warp-Bohrer. Ja, ihr macht's mal Schaden. Du gehst da hinten drauf. Die gehen da drauf. Was haben wir hier noch? Das ist nur eine Einheit. Das ist vollkommen egal. Ignoriert diesen Bart-Typen. Der macht gar nichts. Das ist voll egal. Nur eine Einheit muss den irgendwie so ein bisschen beschäftigen. Das ist vollkommen egal. So. Weiter da drauf angreifen. Du gehst da drauf. Du gehst da drauf. Du auch, du auch, du auch. Wo ist der? Da. Du kannst dich um den kümmern. Du ignorierst das. Warp-Bohrer. Oh oh. Einer flieht schon. Du musst da hochgehen. So. Na gut, die Katapulte machen da schon guten Schaden, ja? Ob Quick das schafft? Boah. Aha. Sieht bisher okay aus, aber gut ist was anderes. Okay, die fliehen? Ja doch, das schaffe ich. Ah, Quick schafft es. Da ist gefährlich drauf zu knallen. Jo, geh drauf! Aufnahme läuft!
Ja, super. Sehr schön. Tod und GG. Jetzt hauen sie alle ab. Nur die Slayer müssen noch weg. Oh, Katapulte sind so gut. Und irgendwann, glaube ich, werden die richtig stark mit der Treffsicherheit. Wenn die erstmal Stufe 6, 7, 8 sind, geht es richtig ab, glaube ich. Nice. Ich hab's geschafft. Und das, obwohl der Autoresolver meinte, krasse Niederlage. Aber die KI hat sich übernommen. Das Terrain war in meinem Favor. Nice. Nice. 19, 17. Gut. Sehr schön. Clanratten sind bald Stufe 7. Perfekt. Und es gibt richtig Kohle. Ja, komm, nimm die Kohle. Ich brauch Geld. Geld, Geld, Geld. Quick Merciful. Quick Merciful, ja, ja. Rüstung des Glücks. Solide. Yep. Scar Blood Tail. Kill, kill. Redalement. Ja. Dann Stehl nehmen wir alles. Schon wieder 2000 wert. Das ist geschenkt. More Trophies, yes, yes. Okay, wenn ich jetzt das mache. Will ich aber gar nicht. Hier steht zwar entscheidender Sieg. Aber da stirbt wieder was. Das muss nicht sein. Ich mache das manuell. Die Webcam, ich könnte mal Licht anmachen. So. Mann, wie ich den ganzen Tag nur Warhammer suchte. Echt krass. Gut. Gut. Habe ich hier einen Speerträger verloren? Ich habe einen Speerträger verloren. Muss ich einen neuen ausbilden. Na gut. Doof, aber okay. Ich habe einen Speerträger. Nee, habe ich nicht. Okay. Ich dumm. So langsam komme ich ein bisschen rein mit ins Game, glaube ich. So ein bisschen. Die Katapulte machen schon endlos viel aus. Wo habe ich das jetzt hingeballert? Da, perfekt. Ja, ja, macht's mal, ne? Piu, piu, piu. Boah. Alter. So langsam treffen die auch echt gut. Die Katapulte. Ich meine, das hier war jetzt total daneben, aber ansonsten, ja. Der lässt sich halt nur kaputt schießen, ne? Ja. Der lässt sich nur kaputt schießen. Das ist so krass. Alter. Lol. Oh. Aha.
Ah ja. Was ich mal wissen wollte, war, ob der Buff sich auf das hier bezieht. Ich glaube es nicht, aber es könnte sein. Da geht's doch alle auf den drauf. So, und jetzt hört es auf zu feuern, weil das ist jetzt nicht mehr gut. Aha. Der kommt hier noch zurück, oder wie? Hallo? Nein? Danke? Muss nicht sein. So, wenn ich jetzt das auf so einen Katapult mache. Haben die ja diesen Buff. Ha. Ja, ich glaube, das macht wenig. Ist er jetzt durch, oder? Dass der so viel Führerschaft noch hat. Alles kaputt, alles verliert, aber er macht hier noch mit Führerschaft rum. Und gibt nicht auf. Jetzt, ja, aber ich töte ihn jetzt weg. War das eine Dingsschlacht? Ist egal. Lass mal's, ist egal. Ist egal. Eisenstürz-Expedition. Ja, okay. Whatever. Whatever. Interessiert mich. Ist egal. Passt schon. Ja, bisher läuft. Ich frage mich nur, wie es weitergeht. Also, ich habe ja. Aber das mit diesen Untergrundstätten ist halt wirklich wichtig. Ich habe noch eine. Ich muss die jetzt endlich mal ausbauen. Das geht so nicht. Hat der mich jetzt angegriffen? Nee, ich hab sein. Yes, yes. Ja, wir nehmen wieder Geld. So. Okay, erstmal umkreisen. Das mache ich gleich solo nochmal. Get the things. So, Itza macht Geld. Errichtet ein Labor des Warlock. So. Zwergentöter. Okay. So. Jetzt haben wir hier sowas. Das ist okay. Und ich könnte es abreißen. Das gibt 6000 Gold. Holy crap. Wow. Aber Forschungsrate und so ist nicht schlecht, und dann sagt. Also das mach mal. Das mach mal. Und das auch. Ja, das passt. Das Warlock-Ding lassen wir jetzt mal. Na? Finde ich eigentlich ganz nice. So, wo haben wir noch was? Da haben wir zwei, aber die kennen wir schon. Ah, hier ist noch eins rübergekommen. Ja, cool. Dann können wir da auch bald bauen. Sehr schön. Bartsammler. Hm, nicht schlecht. Gut, der macht noch. Das muss ich noch solo machen. Ich glaube, danach mache ich für heute Ende. Ich habe dann viel gemacht. Sturmratten, alle Armeen fraktionsweit. Das wird später nützlich. Das, ja gut, aber die bringen halt diese Ave. Und die Ave will ich eigentlich haben. Ja, doch. Ich gehe jetzt auf die Arme. Nee. Das ist stark.
Das ist auch nicht schlecht. Erstmal das hier. Ja gut, aber alles andere wird gebufft. Das ist ein Trade, der ist in Ordnung. Ihr macht ja mit der Heldenaktion nichts. Na, ich mache hier nichts. Brauche ich auch nicht. Finde ich auch alles useless. Bonus versus Infantry plus 3 für Red Guard Unit. Ah, der bufft die Red Guard Unit. Genau. Ja, ja, ja. Ah, jetzt habe ich wieder kein Geld. Na gut, du musst fahren. Ja. Nein, das war ein Fehler. Das stirbt mir aus. So, das mache ich noch. Kaputt. Dann Skrulk ausbilden. Und dann Ende Gelände. Dann passt die Sache. Ja. Und dann ziehe ich mich mal zurück. Warte wieder ein bisschen, bis die Truppen sich aufgefrischt haben. Und gut ist. Ready, ready. So. Ja, und ihr böllert halt, ne? Bisschen die Feinde aufhalten. Bisschen böllern. Ja, so langsam dürften die aber schon ein bisschen mehr Damage machen. Wahrscheinlich sollte ich erst die angreifen, die vorne stehen. So. Steht der dann? Da. Dann go. Mach richtig Damage. So. Warp-Bohrer. Wo ist der? So. Gut. Müsste ich schaffen. Ohne große Verluste. Ohne dass irgendwas wegstellt. Ich meine, die 47 hier ist schon knapp. Die verliert auch krass. Grün ist, glaube ich, gut. Gewinnt den aktuellen Kampf. Die verliert den aktuellen Kampf. Verliert. Sieg gleich. Dann kann man noch ein bisschen. Die. Ist er jetzt gewonnen, oder? Und die kämpfen noch ein bisschen, aber ansonsten. Ja, da lebt nichts mehr. Die Langwertigen sind auch tot, die hier leben noch. As Master Desires, das höre ich gern. Very good Master, ja, go, go. So, fertig. Und vorbei. Gut. Passt. So, habe ich den ganzen Tag nichts gemacht, außer ein bisschen schlafen wegen krank. Aber mir geht's gerade besser. Kopfweh sind nicht mehr so schlimm. Eigentlich spüre ich die gerade gar nicht. Husten nervt ein bisschen, aber die Kopfweh waren immer so mies. Rücken nervt ein bisschen. Ja, gut, das ist eine andere Geschichte. Aber läuft. Geht.
Geht. Und Warhammer läuft gerade auch. Ist gut. LOL läuft gerade auch. Hab wieder ein bisschen gespielt, ein paar Ranks. Hab da aufgehört, wo ich angefangen habe. So Gold 1, Gold 2. Ich performe jetzt nicht super, aber es geht. Lange Pause. So. Ausrauben. Gut, dann. Plündern wir nochmal. Gibt auch wieder Geld. Nee, nee. So. Schade. Na gut. Das da. Victory! Katapulte, ja, kriegt dann auch bald. Kann man schon mit drauf bauen. Ja, Clanrate mit Speer und Schild. Warum nicht, ne? Der bildet jetzt ein bisschen was aus. Moment, stopp. Was kriegt der denn? Der hat sowas hier? Ah, das ist ein Zauberer. Okay. Genau. Das ist stark. Ist aber auch ätzend. Oh, Hallöchen. Ja, gerne. Bewegungsreichweite. So, ich kann jetzt hier Helden ausbilden. Seuchenpriester. Oh, das ist gut. Das ist gigantisch gut. Okay. Das heißt, der hat schon einen, aber der noch nicht. Das heißt, der verliert jetzt hier eine Clanratte für einen. Oh ja. Oh ja. Oh ja, ganz dringend. Ja. Okay. Ja, macht die mal zusammen. Ganz wichtig. Weil, das ist einfach wichtig. Noch mehr Korruption? Ja, wieso nicht? Meine Korruption ist gut, ne? Pestodem ist dieser Tropfen. Rattenflut. Clanratten, klar, why not? Rüstung klauen ist auch stark. Seuchenmönche, Hallöchen. So. Und der bekommt jetzt Quick. Damit ich weiß, dass der zu Quick gehört. Bei dem weiß ich es eigentlich schon. Bei Bloodtail. Aber das ist wichtig. Ja. Die muss ich halt Stück für Stück. Ich meine. Ja, die Schleuder sind nicht so geil. Ja, machen wir es mal so. Na, ja, mach eine Chance, das ist auch nicht schlecht. War das ein Banner? My win. Nothing to do with you. Also war ein Kopf. Ach so, Ah ja. Okay. Ja, Giftattacken sind auch nicht schlecht, ne? Ja, doof. Das bringt ja bloß was, wenn der die hat. Ja, die Nahrung ist schon echt gut.
Habe ich jetzt aber nicht so das Bedürfnis. Yes, yes. Ja, dann nimm die Giftdinger. Das ist ja so ein Schwachsinn. Oh, Leute. Ganz toll. Der ist ja ultra hässlich. Ah, der kann das nehmen. Auch gut. Okay. Irgendwann kriegt der Mount, oder? Nee. Aber dann. Dann braucht er das aber nicht. Ja, macht eh keinen Sinn. Naja, nicht perfekt, aber geht schon. Das Geld nervt gerade, ne? Also das Geld nervt gerade richtig krass. Ich habe jetzt gar kein Geld mehr. Dinger sind sau teuer. Ich weiß nicht, da oben muss ich noch bauen. Und bei mir ist jetzt die Luft raus. Ich würde jetzt langsam echt gern ein Ende machen. Aber ein paar Runden müsste ich noch. Weil ich weiß nicht, ob ich jetzt bis morgen mir noch über... wie heißt denn... merken kann. Okay. Muss der denn zurück eigentlich? Ja, ein bisschen vielleicht. Okay, die haben wir jetzt schon mal, das ist gut. Ja, hier gibt's wieder schöne Quests, ne? Bestimmt nicht schlecht, aber... nö. Okay, der ist ready. The Council's voice. Raid, hunt, warp. You have my attention. Frieden. No. Gut, dann nicht. Mit den kann ich nicht. Don't mess with me. Die sind gefährlich. I am revenge. Okay, egal. My eyes gone, but I see. Speerträger, dann haben wir zwei Stück. Ja. Lethal Poison. Na, lass doch mal gucken. Warp Gas macht Damage und im Nahkampf sind sie so. Die sind gut gegen große Feinde und die gegen Infanterie. Ah ja, teuer sind sie, aber es geht eigentlich. Ich würde die mal mitnehmen, weil das passt zu so einem solchen Typen passt das. Aber wichtiger ist gerade. Ich könnte einen Häuptling noch ausbilden. Ah. Ja, der könnte doch einen Häuptling vertragen. Führerschaft ist gut. Das ist stark. Das ist auch stark. Ja, komm. Okay. Die werden ausgebildet, das wird ausgebildet, das wird geplündert, das wird geplündert. Das passt also. Ja.
Ja gut, warum nicht? Der hat jetzt ein paar Lords und Heroes, ne? Ist ja okay. Ah ja. Das wäre nicht schlecht. Entbehrlich für Clanratten. Ist das ein gutes Attribut? Quick will come for you. Ist entbehrlich ein gutes Attribut? Ja, okay, ja. Okay. Da oben muss ich irgendwann noch was bauen, ne? Hier habe ich noch. Ja. Aber gerade die Armee ist wichtiger. Ist einfach so. Nein. Challenge me, me. Okay, die Runde warte ich jetzt noch ab, mache ein bisschen was mit meinem Geld und das war's. Den Rest muss ich halt sehen. Ich meine, diese Giftwind, Kugelkrieger, Katapulte. Wieder 4 Stück. Wäre schon geil, ne? Stell dir mal vor, ich komme irgendwann mit 3 Armeen und habe ich da 12 Katapulte stehen. Das wäre so pervers. 12 Katapulte, die richtig reinknallen. So ungefähr, dann weiß ich Bescheid. Also 2 Katapulte auf jeden Fall. Die beiden mache ich noch voll. Ein paar Clan-Ratten gehen immer. Moment, ich habe schon... Es kommen ja noch 3 drauf. Ja, dann noch 2 hier und nochmal 2 Katapulte. Naja. Okay, einmal bleibt man hier kurz stehen. Der plündert halt weiter, das passt gerade echt gut. Warte mal. Der wird gerade nicht gebaut. Ja, aber den abzubrechen bringt jetzt auch nichts. Habe ich nicht viel von. They want need promotion. Okay, ja, einen Hexer brauche ich noch, ne? Kein Geld. Nächste Runde hätte ich das Geld. Ja, gib Geld, komm, gib Geld. Ist das. Machen wir später. Ah, cool. In Itza kriege ich ja auch Geld, ne? Das ist schon nice so. Ich könnte das Ding abreißen für die 6000, aber ich mag die Forschung. Oh, jetzt kommt er. Jetzt muss ich mich zurückziehen. Muss ich das? Ich meine, es ist 4. Ich könnte es schaffen. Ich habe jetzt sogar einen Magier dabei, was es noch mal ein bisschen einfacher macht. Ich kann solchen nicht. Boah, ist schon stark. Okay, dann machen wir jetzt hier Ende. Das passt. Das war jetzt lang genug. Ich bin durch. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und macht's gut. Bis dann. Ciao. Heyo there, thank you for watching. If you'd like to support me, simply hit the thumbs up button. Do you have any wishes, feedback or suggestions, put them into the comments below. You may also subscribe if you're new to the channel. I wish you a wonderful and stress-free day. Take care, bye bye. Thank you.
Thank you.